Freunde, wir sind nochmal im Schloss von Hyrule, wo alles schon drunter und drüber gegangen ist. Aber es soll ja noch ein Rüstungsset zu finden geben, auf das ich mich heute auf die Suche begeben werde. Schön, dass ihr wieder einschaltet bei Breath of the Wild DLC, Leute. Und es ist tatsächlich, ja, das ganze Let's Play neigt sich dem Ende. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber inzwischen hat ja auch Eiji Aonuma wohl offiziell bestätigt, dass es ist fertig, es wird nichts mehr kommen für Breath of the Wild, das Team arbeitet schon wieder an neuen Spielen und ja, also es wird kein Überraschungs-DLC mehr wohl kommen, auch kein Überraschungs-Update oder irgendwie sowas in der Art und Weise und ja, also deswegen, ja, dann kann ich ja irgendwann halt, ne, wenn wir soweit alles gemacht haben, das Let's Play halt beenden und ach ey, das ist halt einfach mein längstes Projekt, das ist schon so übel, dann fehlt einem irgendwie doch was, aber okay, gut, nur das so am Rande. Jetzt will ich ja erstmal zum Speisesaal. Ich weiß gar nicht, wie ich hier gut hier langkomme. Hoppala. Wie ich hier am besten. Ja, aber die Karte hält jetzt auch nicht mehr so viel. Wartet mal, hier war der Eingang. Ach ja, der Speisesaal. Warte mal, der Speisesaal ist ja der da. Ne? Und Übungsplatz. Ich glaube mal, eine Rüstung finde ich drin und die anderen beiden draußen, würde ich ja mal sagen. Weil Übungsplatz, der klingt halt nach draußen. Sieht man jetzt hier nicht, aber wenn wir auf der Overworld-Karte geguckt, als wir noch da waren. Und ja, der Speisesaal. Warte, da komme ich. Na, hier wo. Hier nicht. Aber dann war oben lang. Ich muss oben lang. Also richtig weit oben. Oh Gott, geht das überhaupt? Wow. Alter, du aller Sack. Okay, warte mal. Dann muss ich wieder meinen Pfeil hier nehmen. Ich hab so viel verballert, ne? Ich muss mal andere Sachen nehmen. Okay, Achtung. Du schießt mit Elektropfeilen, dann kann ich auch, mein Freund. So. Nerv nicht. Wow, einer von daneben geschossen. Ich hab gedacht, du sollst nicht nerven. So. Okay. Warte mal, ich bin jetzt hier, ne? Und komme ich von hier? Ja, ich muss hier irgendwie nach oben. Also, geht denn das überhaupt? Ach ja, da, genau über mir. Rivali, bitte. Macht das mal kurz und bündig. Dankeschön. Ja, dankeschön. Ja, dankeschön, Rivali. So. Okay, ich habe auch so viele Waffen, die ich eigentlich nicht mehr brauche. Warte mal, da kann ich echt auch mal was anderes nehmen. Mal ein bisschen anders hier rumballern oder ein bisschen was wegschmeißen oder so, was ich nicht mehr brauche. Was ist denn das hier, der Wurfspeer? Was soll ich denn damit? Egal. Jetzt müssen wir hier bald irgendwo beim Speisesaal sein. Alles klar, den Gang hier folgen. Ey, das war auch... Holy shit. Ich meine, ich wollte gerade sagen, ach, das war hier auch so ein schöner Ort, wollte ich gerade sagen. So ein schöner Ort war das hier. So. Okay, ich glaube, ich muss ja bloß hier nach oben, ne? Und dann bin ich doch schon, ja, hier noch nach oben. Dann sollten wir beim Speisesaal sein. Wenn ich jetzt nicht komplett die Orientierung verloren habe. Aber ich glaube eigentlich nicht. Ah, sieht schon cool aus, mit ein bisschen mehr Ausdauer, ne? Aber egal. So. Die geile Mucke. Sieht eher so aus, als würden wir jetzt zum Kerker gehen, ey. Aber nein, das ist schon, Speisesaal-Richtung. Ja, bloß hier lang. Okay. Und hier soll es ja jetzt die erste Truhe irgendwo geben. Im Speisezimmer. Okay, muss ich erstmal hier kurz mal gucken. Ja, Leute. Ich versuche den einfach ins Normal, glaube ich, mit einer, na, der ist ganz schön stark, der Bogen. Suche ich, glaube ich, ganz normal mit dem Magnetding, denke ich mal. Boom! Alter, von Boom! Mein Kumpel ist einfach so explodiert und nein. So, und tschüss. Oh, voll daneben. So. Okay, oh, Futter. Okay, und da müssen wir auch ein bisschen Loot mitnehmen, ein bisschen Loot. So. Okay. Na dann, schmeißen wir mal Magneten an. Speisesaal. Oder in der Nähe von Speise, nicht, dass irgendwo auf dem Balkon liegt oder sowas. Einfach haben wir da oben. Da oben ist irgendwas Metallisches. Das müsste ja, wenn denn, wieder eine Truhe sein, die irgendwo verbuddelt ist oder sowas. So nahezu verbuddelt. Ich lese mal lieber Sicherheitsarbeit. Leute, wisst ihr, Sicherheitsarbeit, lese einfach nochmal das Ding hier durch. Nochmal. Die Nebenquests genau. So, in der Nähe des Speisezimmers. In der Nähe. Ja? Klingt auch anders, ich weiß. Könnte auch trotzdem heißen, dass es irgendwo draußen ist. Ja, und mein Magnet sollte mir da schon die Einsicht bringen. In der Nähe des Speisesaals. Hm. Vielleicht auch oben drüber oder sowas. Oder was zählt hier als Nähe? Ich muss trotzdem erstmal drin gucken. So, was haben wir eigentlich da oben? Da mit irgendeine Waffe drauf. Was ist denn das? Hab ich noch nie geguckt. Zeig mal. Das ist ein... Ach, das ist ein Bogen. Ja, was seid ihr mit einem Bogen? Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich irgendwo noch in andere Türen rein muss, um das alles zu finden. Aber erstmal muss ich meine Ruhe finden. Boom, mit den Typen hier. Wo wir einen Eco ab. Okay, komm her.
dummen Stabwaffe hier, ey. Die, was hier alles springt. Yeah, yeah, yeah. Oh, Dusche ist gleich kaputt, verdammt. Oh, voll in die Fresse. Boah, Trüffel. Röstschwertling. Oh, den hatte ich noch nie. Okay, hier noch. Röstschleichling hatte ich auch noch nie. Ja, die ganzen Röstlinge hatte ich allgemein noch nie. Boom. So, voll hingelegt. So, Königsbogen geht gleich kaputt. Na, ist doch super. Also ich sehe ehrlich gesagt nichts irgendwie. Irgendwo hier, wir sind hier auf jeden Fall im Speisezimmer. Warte mal, ist irgendwas versteckt? Hier unter irgendwo? Nee, nur noch mehr Röstsachen. Vielleicht irgendwo oben? Ja, wie gesagt, in der Nähe des Speisers, das kann auch ganz woanders sein. Ich gehe einfach mal auch mal hier kurz draußen gucken. Es sollte aber eine Truhe sein, oder? Ja, das ist halt echt draußen. Hm. Ich mir das ganze Massaker hier sparen können, die armen Typen. Oh, Röst-Hyrule-Pilz, cool. Oh ja, das sind viele Pilze. So, na, hier ist nur so ein olles Ding. Wo ist hier eine Truhe? Also ich sehe echt nichts. Oder ich bin einfach nur wieder blind. Ja, bist du denn blind? Na, Entschuldigung, Mann. Warte mal, da ist ja auch noch eine Tür. Ah ne, von da komme ich, ne? Kam ich von hier? Ja, ich glaube, von hier kam ich. Ja, kann ja trotzdem sein, dass das irgendwo dann einfach... Dass die Truhe einfach hier in den Gängen ist oder so. Irgendwo vielleicht, wo Schutt auch ist, ne? Schutt und Asche, wo man die halt gut verstecken kann. Wo die halt auch nicht gleich jedem auffällt. Jedem dahergelaufenen Abenteurer. Okay, ich geh nochmal draußen auf den Balkon gucken. Also bis dahin spawnen die Gegner nicht nochmal neu. Das wäre auch unschön. Unschön wäre das. Ein bisschen Fleisch klauen. So. Okay. Aber ich sehe hier nichts Magnetisches. Oder Truhenähnliches. Vielleicht hier unten irgendwo. Der Magnet ist ein geiler Scanner, ey. Der zeigt dir dann echt alles auf. Vielleicht doch da oben. Hier ist halt so ein typischer Schutthaufen, ne? Wo halt echt so eine Truhe sich mal gut verstecken könnte. Gucken, gucken, gucken. Okay, hier kommt nur so ein Ding runtergefallen. Oh, nicht schlecht. In der Nähe des Speisesaals. Ja, was ist damit gemeint, ne? Das andere ist ja richtig spezifisch. Am Übungsplatz und über dem Thronsaal. In der Nähe des Speisezimmers. In der Nähe. Ja, ob das, vielleicht ist ja doch wirklich alles gemeint draußen. Vielleicht alles draußen. Dann gehe ich mal schnell hier hochgucken. Vielleicht liegt hier oben irgendwie. Ich glaube nicht, dass das im Raum irgendwo drin liegt. Könnte ich. Also. Wo versteckt man sowas? Wo versteckt man das? Wo würde ich denn sowas verstecken? Na, wahrscheinlich wieder so gemein, dass das keiner findet. Aber so ist der Nintendo nicht. Nintendo versteckt, dass jeder den findet. Aus der Ecke. So, wisst ihr, vielleicht hier irgendwie... Aua, wo ist der Gift? Wo dieser Typ, der mich abballert. Wie kann er mich denn sehen? Boah! Mann! Was hab ich gesagt, Kimbock? Vielleicht irgendwo... Irgendwie da oben drauf oder sowas. Lass mal gucken. Wer muss man schnell den Magnet anschmeißen, um zu scannen? Ich will scannen. Wow. Boah, voll getroffen, ist klar. Da oben hier irgendwie. Nee, das müsste. Wo zur Hölle? Oh, Mann, der olle Typ, ey. Nehme ich auch den echt permanent ins Visier, ey. Boah, komm. Alter. Kann jetzt mal aufhören? Oh. Okay. So, wo ist überhaupt der Übungspass gewesen? So, jetzt unnuscht. Wir gucken nochmal von hier oben. Irgendwas Metallisches hier zu finden. Wenn nicht, dann ist es doch irgendwo im Speisesaal. In der Nähe des Speisesaals. Von über den Thronsaal wird ja auch besonders toll, das erstmal zu finden. Aber okay. Nee, tatsächlich nicht, denn dann fände ich mich mal nicht so weit vom Speisesaal. Lieber dann doch nicht. Aber dann ist es doch hier drinnen irgendwo. Speisesaal, ne? Ja. Noch mit mehr Essen, kann ich vielleicht alles Essen klauen und dann kommst du vielleicht ja zum Vorschein. Ja, wo ist denn das? Oder ist denn doch, die Truhen sind bisher immer metallisch. Also musste hier irgendwo sein. Ist denn vielleicht irgendwo eine Kiste oder sowas, die eine andere Kiste verstecken könnte? Nee. Hier vielleicht, wisst ihr, was ist denn das hier? Hau mal ab. Wartet. Hau mal ab, hab ich gesagt. Boom. So, jetzt auch ein Strunter. Hier ist nur wieder ein Apfel, okay. Leute, ich muss suchen. Ich muss gucken.
Ich sehe nun nichts. Also an den Rändern ist nichts hier an der Wand. Auf dem Boden oder so, absolut nichts. Also es ist nicht im Speisesaal. Na, okay, Glückwunsch. In der Nähe. Vielleicht doch hier irgendwo, wo hier irgendwie Schutt und Asche irgendwas liegt. Aber das ist ja, wenn ich jetzt hier runtergehe, ist ja auch nicht mehr in der Nähe. Würde ich jetzt mal behaupten, ist ja bei weitem nicht in der Nähe. Vielleicht hier, weil hier Schutt irgendwo ist. Hier ist halt wieder Schutt, aber hier ist auch nichts. Alles mit dir da, du alle Tee. So. Wow. Mein Bogen ist kaputt. Moment. Muss nachladen. Nimm ich einfach. Ach komm. So. Ach, war wieder richtig schlau. Gott, ich hab gar keine Waffe ausgerüstet. Warum das denn nicht? Und eigentlich den Schild. Warum? Ich kann einfach mal abholen. Ich kann mal wieder andere Schilder nehmen. Nicht meine guten hier kaputt machen. Also wie das hier. Das ist doch auch doof. So. Ja, komm. So, alles klar. Und ein bisschen rumwirbeln und zwirbeln. So, tot. Okay, lasst mich jetzt nochmal hier gucken. Lasst mich gucken. Ihr wisst aber, hier ist überall Schutt und sowas. Das könnte halt schon irgendwo irgendwie sein, aber irgendwie auch nicht. Wo zur Hölle? So, jetzt sind vielleicht die erste Truhe. Die anderen sind bestimmt voll einfach. Ey, das war so einfach. Das antike Pferdeset war überhaupt nicht schwer zu finden, ey. Und hier ist wieder so ein Struggle. The struggle is real. Wie komme ich denn jetzt da? Hau doch mal ab, Mann. So, vielleicht seid ihr auch hier. Oh Gott. Schummel, was los, hä? Willst du ein paar aufs Maul? Okay, pass auf hier. Aua. Vielleicht seid ihr auch hier. Kann ja auch hier sein. Ist ja vielleicht auch noch in der Nähe. In der Nähe des Speisezimmers. Ey, die kannst du vergessen. Ey, hier ist auch nichts. Hier ist wieder dieses Elementarschwert, was wir ja auch schon alle kennen. Schwierig. Hau ab, Mann, hau ab. Richtig laut, okay, gut. Hä? Leute, wo ist denn hier? Wo ist denn hier? Warte mal, in der Nähe des Speisezimmers bin ich jetzt schon lange nicht mehr. Das ist ja halt da oder da draußen oder da unten. Ich habe ja schon unten geguckt. Ich werde nur wieder ins Visier genommen. Vor lauter Angst. Oh, da unten hoch. Oh, fünf Pfeile. Also wenn hier nichts ist, wo ist die Truhe? Oh Gott, jetzt ist bestimmt wieder so mega lächerlich einfach und ich verkacke hier nur wieder. Okay, warte mal. Laut Karte ist doch hier auch irgendwo der Übungsplatz. Warte, dann gucke ich vielleicht erstmal beim Übungsplatz nach. Ist ein kleiner Erfolgeverzeichnung und vielleicht über dem Thronsaal. Mal schauen. So. Also, ja, jetzt bin ich hier draußen. Der Übungsplatz war doch da, wo der eine... Ja, verdammt, wo ist überhaupt der Übungsplatz? Ja! Ey, keine Ahnung. Miu. So. Vielleicht wird ja so netterweise wieder vom Spiel eingeblendet, ne, wenn ich da bin. Von wegen Übungsplatz. So, hier ist ja auch wieder alle Leune wieder. Muss ich auch wieder aufpassen. Ah, ich kann mal kurz da reinscannen. So, das ist ja nur der komische dritte Wall. Ist hier irgendwie eine Truhe verbuddelt? Nö. Ach, Mann. Oh Gott. Da muss ich suchen, Leute. Das Schloss ist groß. Letztes Mal, wo wir hier gesucht haben, waren wir auch ewig beschäftigt, weil, ne, aufgrund der, oh Gott, aufgrund der Crocs. Boah. Okay, Moment. Ich würde eigentlich hier rüber. Ja, geil. So. Echt, Rivalischturm ist bereit. So schnell. So, wo ist jetzt halt der Übungsplatz gewesen? Ich habe keine Ahnung. Wo war der Übungsplatz? Ja, der, oder, ach Mann, das ist halt so blöd, dass man das nicht mehr sehen kann, wenn man halt die Karte nicht mehr hat. Übungsplatz. Ja, das ist doch eigentlich das, wo, ja, dieser Wall, aber, ach, ich weiß es doch auch nicht mehr so genau. Lalalala. Wow. Guck, da unten im Wasser ist eine Truhe. Yeah. Was ist da drinne? Das ist bestimmt die DLC-Truhe. Ich glaube eher nicht, aber mal gucken. Das ist bestimmt nur irgendeine Truhe. Lasst mal schauen. Weil an die komme ich gar nicht ran. Warum nicht? Hallo? Doch, jetzt. Nee, es ist. Okay, das ist eine normale Truhe, verdammt. So. Eispfeilen. Cool. So ist jetzt wieder auch ein Übungsplatz. Wo soll denn der sein? Nicht, dass das irgendwie. Nee, aber das ist im Schloss. Warte mal, so ist das richtig rum. Und der Übungsplatz war doch eher hier. Oder ist er da bei diesem großen Balkon da? Oder. Warte mal, ich drehe mich doch nochmal um. Weil hier sieht es ja nicht aus nach einem Übungsplatz. Einfach bloß eine Wiese. Okay, also nochmal hoch. Nochmal hoch. So. Vielleicht ja doch. Irgendwie hier.
Komm schon, Magni. Vielleicht da unten. Vielleicht die Höhle hier. Kann ja auch sein. Wartet mal. Vielleicht ja diese Höhle. Die. Wow. So. Keine Ahnung, was man da geübt haben soll, aber es sieht verdächtig aus. Und da ist auch so ein fieser Typ. Ein fieser Typ. Oh, ich hasse es, die alle besiegen zu müssen, ey. Nö. Ich hab bloß noch 3 Bombenpfeile, verdammt. Okay, dann der Elektro. Es geht nicht anders. So. So, kurz mal hier anschmeißen. Hm? Hier ist doch auch nichts. Hier ist kein Übungsplatz. Hier ist nichts. Wo hatten die denn ihren Übungsplatz, Leute? Wo zur Hölle? Ja, nicht ja. Da drinnen ja, glaube ich, nicht. Da ist zu viel Action. Da ist so viel. Da sind Leute drinnen. Und der trainiert ja nicht. Der, okay, der trainiert noch immer da seit jeher, aber. Der Wall war doch kein Übungsplatz. Sollte er mal hin? Aber ich traue mich nicht darin, weil der fällt der Gitter runter. Ich bin im Arsch. So, lass mal kurz gucken. Weil der Leune ist ja glaube ich sowieso wieder da. Hier drin ist auch gar nichts. Vielleicht mal nach oben gehen? Warte mal. Wow. So. Okay. Da ist ja hier oben drauf irgendwas. So. Ach, hier wird auch nichts sein. Was ist denn. Ah, was ist denn hier nochmal der Übungsplatz, Leute? Ein Übungsplatz, wo man übt. Guck mal da vielleicht. Das sieht auch danach aus, oder? Hier ist hier ein Übungsplatz. Hier oben drauf, keine Ahnung. Jetzt wird nichts angezeigt. Leider halt irgendwie. Die Karte reagiert nicht. So wie vorhin beim von wegen Speisezimmer. Gefunden. Hier reagiert gar nichts. Wow. Nee, hier ist echt nichts. Hier ist nur flaches Wasser. Nein, du aller Sack, ey. Hau ab, Mann. Oh, so, oh, das war Daruk. Dankeschön, Daruk. Hui. Hier irgendwo. Ja, Leute, das ist jetzt irgendwie doof. Jetzt suche ich hier bloß wahllos durch die Gegend. Ist auch nicht so cool. Übungsplatz. Jetzt bin ich ja schon fast wieder hier, denn. Vor allem irgendwo über dem Thronsaal. Wo soll denn das sein? Boah, komm. Genau in die Richtung überfliege, wo ich nicht hin will. Genau in die Richtung. Ich glaube echt, ich muss noch mal raus, aber ich kann mich auch keine Markierung setzen, weil das einfach halt nicht springt. Weil ja, wenn ich hier drin bin, dann zählt glaube ich gar keine Markierung. Das ist alles fail. So, hier war dann irgendwann hier Zeldas Zimmer und so. Das ist aber auch kein Übungsplatz. Hier oder Zeldas Studierzimmer oder was auch immer war. Jetzt bin ich auch wieder hier drinne. Ich bin jetzt relativ weit oben. Den gehe ich einfach mal jetzt vielleicht über den Thronsaal gucken. Oh Gott. Hau ab. Über den Thronsaal. Und da. Okay, kommt hoch. Ja, könnte knapp werden. Da soll ja. So, oh, was? Oh nein, Rivalisturm ist auch wieder vorbei. Na, okay. Hier über dem Thronsaal soll ja auch dann halt einfach. Rivalisturm ist bereit. Oh, Alter, wie schnell das echt geht, ey. Das ist richtig schnell. So. Über dem Thron sein, dann ist ja wirklich hart, denn. Vielleicht würde ich ganz oben. Guck mal. Wow. So. Muss ich aber aufpassen, ich darf da jetzt nicht reinfallen, sonst triggert doch der Boss, oder? So. Über dem Thronsaal. Vielleicht auch weit über dem Thronsaal auf irgendeinem der Türme. Warte mal, hier sind ja so komische Türme sogar. Vielleicht ja. Da ist auch so ein Loch im Turm oder sowas. Was sind das hier für Türme? Oh, ist das hier ganz still? Also zum Beispiel, wo geht's denn hier hin? Jetzt in den Thronsaal rein? Ich hoffe nicht. Nee, was ist das denn hier? Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Oh Gott, hier bin ich ja. Oh Gott, war ich hier schon mal? Das ist ja wirklich über dem Thronsaal. Und da ist eine Truhe. Und da. Okay, eins haben wir gefunden, Leute. Ach du Scheiße, ich glaube, hier war ich hier noch nie. Oder war ich hier schon mal, als wir die Crocs gesucht haben? Doch, ich glaube, als wir die Crocs gesucht haben. Alter, so sieht das echt über dem Thronsaal aus. Das ist ja eklig. Okay, eins haben wir gefunden. Das, wo ich echt dachte, das wäre das Schwerste. Aber es ist. Die Leibwachenmütze. Die Mütze der königlichen Leibwache von Hyrule. Sie ist leichter, als sie aussieht und sorgt so für freie Beweglichkeit. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Sehr, sehr cool. Nice. Eins haben wir. Ja, in der Zeit, okay, denn. Wenn die sind anscheinend dann nicht vergraben, oder war das jetzt die Ausnahme? Vielleicht stehen die echt einfach irgendwo rum. Das wäre an sich nice. Dann muss ich nochmal kurz hier genau gucken.
also warte mal, das ist die Grundausrichtung, da war der Übungsplatz, der war, ja, der war halt da bei diesem komischen Wall an sich. Oder ist der irgendwo innerhalb des Schlosses? Glaube ich aber eigentlich auch nicht. Und er hat noch keiner gefunden, wisst ihr, den ollen... Den ollen... Oh, die olle Trottel hat keiner gefunden, natürlich. Oh Gott, was machst du denn hier? Die hat jetzt gar nicht gerechnet. So. Vielleicht steht die doch einfach hier irgendwo rum. Das wäre schön. Ist das da unten ein Übungsplatz? Ne, da war ich ja vorhin auch schon. Vielleicht ja doch irgendwo da auch in so einem Turm drin oder sowas. Warte mal, ach man, das ist immer so blöd, sich hier ausrichtet. Das ist die Grundausrichtung mit alles nach Norden. Und da muss ich eigentlich hier irgendwo runter, war der Übungsplatz. Das war so. So. Oh Gott. Ja. Ist da vielleicht irgendwo... Da halte ich jetzt vielleicht mal nach so einem Statuen-Ausschau. Bei dem Speisesaal nervt irgendwie, dass ich den nicht gefunden habe. So, dann lass mich einfach mal... Oh Gott. Nein! Wow. Wow. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Oh, alles safe. So, dann lass mich doch mal kurz hier... Mann, kurz mal hier von oben gucken. Steht hier irgendwo so eine Statue rum? Oder sowas, oder... Nee, ist hier... Kann hier nicht sein. Nein. Wow, wenn ich jetzt runterfalle, ne? Krass, wie so aus. Nein, Link, so. Gucken. Nee, hier ist ein metalles Shit. Hat doch noch nicht alle Seiten gesehen, aber trotzdem. Vielleicht dann irgendwie doch irgendwo hier so drin, ne? Wie gesagt, die Frage ist halt echt, was ist hier der Übungsplatz, ne? Ist halt echt so... Boah, du hast ihn geschubst. Ist halt echt so die Frage. Übungsplatz. Okay, Leute, was war? Ich geh nochmal raus. Das ist mir jetzt zu blöd. Ich muss nochmal genau gucken, wo der scheiß Übungsplatz war. Aber ich bin mir sicher, dass der da war. Geh ich nochmal raus, dann gehe ich nochmal vom Vordereingang aus rein, weil da ist ja dann auch wenigstens der Speisesaal. In der Nähe des Speisesaals, dann ist das aber, glaube ich, doch drinne. Aber wo stehen denn sonst schon so eine Figuren rum? Ah, ist schwierig, Leute, es ist so schwer. Einfach schwer, alles zu finden. Jedenfalls für mich. Ja, die Leibwache sieht cool aus. Das sind ja, glaube ich, ist ja dann, wie ich bisher gesehen habe, von der Mütze. Das sieht ja so aus wie die aus den Erinnerungsszenen, oder? Also nicht die Soldaten, sondern halt wirklich diese Kapuzenträger, die nicht so berüsteten Leute. Einfach nur mit so feierlichem Stoff ummantelt. So, hier. Dritter Wall. Aber wartet. Susu. So, genau. Hier am dritten Wall ist der Übungsplatz. Der ist hier am dritten Wall. Okay. Und das Speisezimmer ist halt hier. Nicht, dass irgendwie dass der zweite Wall hier meint, dass es in beiden Wellen nochmal sowas gibt. Keine Ahnung. Okay, der Übungsplatz ist da am Wall. Und der Speise, okay, alles klar. Das erklärt sich ja von selber. Weiß ich ja. Okay. So, Schloss Hyrule. So. Tschüss, Mann. Ich habe ja Mifas Haar. Ich habe ja Mifas Gebet, ne? Der Speisesaal ist genau über mir, ne? Nee, nicht ganz. Okay, denn in der Nähe des Speisesaals. Ich würde am liebsten jetzt einfach echt die beiden Wälle untersuchen. Was ist denn, oder ist jetzt irgendwie von wegen den Leuten besiegen, dass ich den denn kriege? Keine Ahnung. Vielleicht muss ich den Leuten hier auch besiegen. Vielleicht ist echt was Neues, was erst triggert oder wirklich eine Truhe, die erst noch erscheint, wenn man das alles schafft oder so. Oh Gott, tolles Ring ist hier natürlich. Natürlich wieder super nett. Oh Gott, nein. Was, schon wieder das Rivali schon alle? Es ist alle. Wow. Da ist ein Krog, der Hallo sagt. Okay, dann, wow, dann muss ich mal hier hochsprinten. Hochschwimmen. Oh Gott, ey. Nein. Wartet hier. Aua. Ach, hier ist gar kein richtiger Wasserfall. Was ist das denn? Hier ist gar kein richtiger Wasserfall. Verdammt. Toll. Jetzt muss ich ja doch warten, bis Rivalis Sturm wieder bereit ist. Nein, kann ich gleich wieder alles andere anziehen. Warum zieht eigentlich nicht hier an? Ist doch viel besser, ich schütze gegen die Dicken. Boah, ich muss was snacken. So, hier, mal her hier. Go. Hier, richtig geil, richtig lecker. So, geröstete Pilze. Okay, Rivalis Sturm ist ready. Dann benutze ich ihn jetzt gleich wieder. Alter, der mega schnell lädt er sich jetzt auf. Fast schnell ist Spur zu schnell, oder? So, ich bin hier wieder beim Speisesaal. Vielleicht hier unten in dem, was ist denn eigentlich für eine Mauer? Ist hier irgendwas drin? Kann ich hier irgendwie rein? Ja, hier kann ich sogar rein. Was haben wir denn hier drin? Lass mal kurz Mäuschen spielen. Ups. Ja, Link bitte, rein da. Link, was? So.
Okay, jetzt sind wir ja hier irgendwie. Nee. Der muss schon speisesaalmäßig. Guck mal trotzdem hier nach, weil ist immer noch alles, gilt immer alles noch als Nähe im Speisesaal, oder? Ich glaube, das sind doch drin. Oh, okay. So. Ich suche einfach nochmal so nach so einer Statue. Wir sind alle wieder da, oder? Ach nee, Quatsch, ist ja nur, wenn Vollmond ist, wenn Blutmond ist, dann sollten die alle wieder da sein. Ist okay, ja, hier nicht. So, was gab's denn hier noch so für Räume? Wo ist denn zum Beispiel hier lang? War nicht irgendwie so, ja, so eine Einzelräume irgendwo? Das sind vielleicht echt einfach hier schon irgendwo auch Einzelräume mit Statuen. Genau, hier ist sowas. Du Knilch hier, wo hast du deine Truhe? Du Knilch, wo ist deine Truhe, Mann? Ich will die haben. Oder das hier, vielleicht gilt das nicht Speisesaal, sondern Speisekammer. Kann ja auch sein. Oder? Ja, hier war ich ja auch schon. Hier ist auch nichts weiter. Ah, hier war ich noch nicht. Hier sind aber nur Waffen, wie es aussieht. Keine Truhe zu finden. Dann doch mal wieder andere Seite gucken. Wird irgendwo eingemauert. Kann ja auch sein. So, dann war hier. Hier ist wieder so ein enttarnter Typ. Lass mich mal kurz in Ruhe. Ich muss mal kurz gucken hier. Wo eine Truhe ist. Keine Truhe. Okay, dann geht die wieder raus. Danke, Mann. So. Nix, Leute. Ah! Sehr schön. Okay, sie stehen also echt einfach hier rum. Boah, Leibwachengewand. Boah, richtig cool. Die Uniform der königlichen Leibwache von Hyrule besteht aus leichtem Material und ist kleidsam und praktisch zugleich. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Okay. Leute, dann würde ich aber echt sagen, denn... Ja, denn... Ich hole mir das jetzt noch. Eigentlich ist der Part schon wieder vorbei. Aber wenn ich jetzt weiß, wo der ist beim Übungsturm da... Beim Übungsplatz, dann wird das auch irgendwo drin sein und irgendwo eine Truhe, die draußen irgendwo steht. Oder halt irgendwo. Ja, die muss ja dann, die muss ja schon irgendwo. Weißt du, sonst geht das sonst nicht. Ist ja sonst drin. Draußen? Wo kann die denn beim Übungsplatz drinnen sein? Wenn ich mal, oder ich guck einfach mal hier. So, jetzt mal wieder richtig ausrichten. So. Denn dann kann ich ja eigentlich doch hier bleiben, oder? Und mal da hingehen. Ich gehe einfach mal dahin, diesen großen Raum. Da gehe ich einfach jetzt mal hin. Da gehe ich hin. So, da stimmt die Richtung, wenn ich hier lang gehe. Ja, okay. Los, Leute! Dann kann ich wieder abhauen. So, ich habe auch schon von euch gesagt bekommen, ich soll doch unbedingt, sobald die Hauptquest vorbei ist, soll man doch nochmal bei sich zu Hause nachschauen. Ach, hier komme ich ja nicht vorbei. Soll man nochmal unbedingt zu seinem Haus gehen, was ich auch machen werde. Danke dafür, Leute. Das soll aber noch eine kleine, nette, anekdotenmäßige Überraschung sein. Zieg mir rein. So, okay, Ausguck. So, wir wollen aber nicht zum Ausguck, wir wollen zum Übungsplatz und da komme ich wohl, da unten ist wieder eine Tür. Ich mache es erstmal von innen. Alles war bisher drin, also gehe ich auch mal von hier aus wieder unten rein. Oder wo haben wir hier den Eingang? Da ist der Eingang. So. Okay. Mal hier gucken. Oh Gott. Oh nein! So, warte. So. Übungsplatz halt, ne? Ich bin quasi gleich beim Übungsplatz, aber halt unterirdisch, ne? Nicht drinne, sondern draußen. Andersrum. So, ich vermute die Truhe halt nicht draußen, sondern drinne. Jetzt, wo ich halt weiß, wo die anderen Truhen alle so waren. So, oder Depp, lass mich mal in Ruhe. Okay, jetzt könnte doch aber... Das könnte doch aber vielversprechend sein, denn ich bin jetzt... Ja, am Übungsplatz. Hier, Mann. Hier ist es bestimmt drin. Nee, hier ist nur ein Krog drin. Hast du eine Truhe gesehen? Ich sehe nur meinen Samen. Ach, ist ja nett. Okay. Ach, Übungsplatz. Der ist doch tatsächlich drin. Okay. Gut, tatsächlich ist er die ganze Zeit hier unterirdisch drin gewesen. Da ist eine Statue. Ich sehe sie. Hat die auch gleich eine Truhe vor sich? Da sind ja mehrere Statuen, die haben aber keine... Da oben. Okay, Leute. Also lasst mich jetzt mal in Ruhe hier, ihr Säcke. In Ruhe lassen, hat gesagt. Ich bin eh zu krass für euch. Wartet mal. Komm her. Ich hab sie. Hier, komm her, hier. Holt doch die Truhe hier. Na, was willst du, hä? Okay, gut. Ich lasse einfach mal. Boop, boop. Sehr schön. Waren cool versteckt, die Sachen. Ein bisschen fies, aber ich hab's geschafft. Leibwachenstiefel. Die Stiefel der königlichen Leibwache von Hyrule. Sie sehen nicht nur gut aus, man ist damit auch recht beweglich. Ein seltenes Stück, das man nicht einfach zu erlangen ist. Okay. Oh, wartet hier. Ex, die Leibwache. Geschafft. Okay, ich gehe jetzt gleich voraus, Leute. Das mache ich jetzt auch noch. Gleich abhauen. Hoppala. Ort verlassen. Oh, sehr schön. So, dann haben wir an dem Part hier wieder eine Nebenquest erledigt. Sehr schön. War zwar ein bisschen stolperhaft, ein bisschen stümperhaft, aber was soll's, ne? Dann nächstes Mal haben wir dann noch einen Ort, den wir besuchen müssen, wo wir dann alle anderen Hinweise kriegen. In diesen Dorfruinen. Und ja,
Da gucke ich mal, wie viel ich da schaue, weil das sind ja dann wirklich nur einzelne Klamotten, ne? Obwohl, ein Set gibt's noch, ein ganzes Set, und sonst sind es nur Einzelstücke. Und da schaue ich mal, wie ich das mache. Wie ich das finde, vielleicht ein Part die Rüstungsset, so ein Rüstungsset suchen und ein anderer Part nochmal drei Einzelteile suchen. Und dann wissen wir Bescheid, Leute. Aber heißt das, dass der Projekt, wo es noch zwei Parts geht? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. So, ich ziehe mich gleich mal bei mir zu Hause gleich um. Aber erstmal, in mein Haus. Warte mal, hups, wartet. Wo ist denn jetzt nochmal mein cooles, warte, das war ja irgendwo hier oben, ne? Ne, halt, warte mal. Wartet, wo ist jetzt hier? Ach, hier. Hateno, genau. So. Gehe ich wahrscheinlich nochmal zurück, zieh mich um, mach mich schick, guck, wie das aussieht. Und was die alles so kann. Die wissen einfach, die kann. Was sollen die können? Da stand irgendwie so Sachen wie sehr beweglich und sowas. Was heißt denn, kann ich damit schneller rennen? Oder was? Oh Leute, in Schloss Haibu werde ich jetzt nie wieder reingehen. Weil, ja, da gibt es halt nichts mehr für mich. Da war ich so oft genug drin, auf den Crocs, ey, oder so lange gedauert. Aber egal. Was lange währte, wurde endlich gut. Ja, Leute, was machen wir denn jetzt? Ende Let's Play ist halt bald vorbei. Ne? Und, ich habe immer noch die. Ich will euch natürlich noch die ganzen Amiibo-Sachen zeigen und sowas, aber. Ja. Dann ist das Let's Play halt. Die 300 Parts erreichen wir definitiv nicht mehr. Weil es gibt nicht mehr so viel zu tun und ich will jetzt auch nicht anfangen. Ne? Also, wenn solche Blicke aus dem Let's Play, dann sag ich mal, gut zu Ende bringen und nicht irgendwie noch mit so einem Quatsch machen. Mach doch noch einen Part, wo du einfach mit Person XY redest, weil die hat noch einen Satz, der ist neu. Oder irgendwie sowas. Was ist denn jetzt? Sowas muss ja nun auch nicht sein. Da irgendwie so einen 25-Minuten-Part mitfüllen. Ist klar. So, okay. Lass mich mal schnell mich umziehen mit den neuen Klamotten. So. Boah, geil. Kann ich irgendwie sortieren? Nee, okay. Die landen dann. Okay, landen dann hier. So. Okay. Ausdauer. Aufladeangriff ist erhöht. Alles klar. Leichtes Material. Kleidsam und praktisch. Das sieht aber schon sehr lässig aus. Wartet mal. Mein 100 Masterschwert ausrüsten. Den Bogen ablegen. Ablegen. So. Und dann auch einfach den Schild. So, das sieht ja geil aus. Boah, also das ist so schick, muss ich sagen. Sehr, sehr schick. Voll edel. Ich glaube, wir sind halt Leibwache, ne? Leibwache. Aber ich denke mal, es ist auch echt alles bloß modischer Schnickschnack, weil, was ist das? Wie viel Verteidigung habe ich jetzt? Von der Rüstung her? Oh, 9. Ja, die 12 habe ich jetzt. Okay. So, dann jetzt zum Abschluss des Parts. Gucken wir mal nach, was jetzt hier im Haus sein soll. Im Haus soll es jetzt irgendeine kleine Überraschung geben. Habt ihr erzählt? Im Nachhinein? Bestimmt. Kann ich mir vorstellen, jetzt hier irgendwo ein Bild. Das scheint ein guter Platz für das Bild zu sein, das du von Kashiwa erhalten hast. Möchtest du das Bild aufhängen? Oh, das ist ja cool! Oh, das ist ja schön. Das ist ja richtig schön. Oh, es hängt ja das Bild. Das hängt jetzt. Ist mein Inventarplatz auch echt wieder leer? Habe ich den jetzt echt nicht mehr im Inventar? Nö. Ist ja geil. Okay, sehr schön. Oh, kann ich mir jetzt immer jetzt angucken. Immer schön. Ach, so ist das schön. Ach, süß. Ist das toll. Leute, ich fand es auch wieder toll, dass ihr wieder zugesehen habt. Also ein paar Aufgaben haben wir halt noch, ne? Ein paar Mini-Quests, ein paar Nebenquests. Und ey, wie schick das aussieht, ey. Voll die geile Rüssi. Oh je. Aber mit weißen Stiefeln und weißen Handschuhen, das macht das irgendwie sogar noch edler. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Ach, warte, ich muss mir nochmal hinlegen. Das sieht scheiße aus mit den ganzen Herzen. Bis zum nächsten Part und ich guck mal nach, inwieweit ich wirklich vielleicht Amiibo-Kram bis dahin habe oder sowas. Oder halt anderen Stuff, den ich euch zeigen kann. Da-da-dam. Ich muss sogar wirklich Schluss machen. Der Part geht schon voll lange, Leute. Das geht nicht mehr. Es geht einfach nicht. So, nochmal schön geheilt. Danke. Die Leute begrüßen. Hallo, Leute. Ihr seid cool. So. Ah. Freunde, bis zum nächsten Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Weitere DLC-Nebenaufgaben absolvieren. Ciao!